Bevor wir mit den vorgesehenen Themen beginnen, durchkreuzt wieder einmal ein möglicher Terroranschlag bzw. dessen Vereitelung den Plan. In Brüssel hat ein Soldat am dortigen Zentralbahnhof offenbar einen Mann außer Gefecht gesetzt, der ersten Meldungen lokaler Medien zufolge eine Sprengstoffweste getragen haben soll. Ich bin jetzt live mit unserem Korrespondenten Tim Kupal in Brüssel verbunden. Was weiß man denn über die Ereignisse am Bahnhof in Brüssel? Zur Stunde ist noch vieles unklar. Sie haben es erwähnt, ein Mann ist neutralisiert worden. Das hat die Polizei bestätigt. Auch, dass die Situation am Zentralbahnhof unter Kontrolle sein soll. Noch unbestätigt bleibt zur Stunde, ob der Mann tatsächlich einen Sprengstoffgürtel oder etwas Ähnliches Explosiver getragen hat. Augenzeugen berichten von zwei kleineren Explosionen. Dann habe es Schüsse gegeben. Es soll kurzzeitig Panik ausgebrochen sein. Fest steht, der Zentralbahnhof ist evakuiert worden. Ebenso Grand Place, das historische Zentrum von Brüssel, und auch der Montesar, den Sie im Bild hinter mir sehen. Das sind alles Gegenden, wo viele Touristen sind, wo viele Menschen sind, vor allem an einem so schönen, lauen Sommerabend. All diese Gegenden sind evakuiert worden. Auch der Zugverkehr ist unterbrochen worden. Diese Meldung hat mich vor kurzem erreicht. Darauf zielt auch noch meine nächste Frage ab. Sehr viel wird sich ja noch nicht in Erfahrung bringen haben lassen. Brüssel war zuletzt des Öfteren ja Ziel von Anschlägen. Wie ist da jetzt die Lage in der Stadt, wenn so viele Plätze, an denen auch viele Touristen vorbeikommen, gesperrt sind? Überraschend ruhig. Ich habe auf dem Weg ins Studio viele Menschen gesehen, die auf ihr Handy geschaut haben, die geschaut haben, ob es neue Nachrichten zu diesem Vorfall gibt. Augenzeugen direkt am Zentralbahnhof, die berichten von einem Großaufgebot von Polizei, die mit gezogenen Waffen Richtung Zentralbahnhof gelaufen sind. Aber wie gesagt, aus jetziger Sicht kann ich noch nicht sehr viel mehr darüber sagen. Mein erster Eindruck ist, die Stadt reagiert ruhig und diszipliniert auf diesen Vorfall. Vielen Dank, Tim Kupal, für diese ganz aktuellen Live-Informationen aus Brüssel. Näheres dann in der ZIP24.